Hallo und willkommen zurück. Gut, können wir das auch noch verstecken? Ne. Juhu. Da hinten. Danke. Danke, dass es sie gibt. Oh. Wenn wir das hier nicht einfach ranbauen. Einfach weil es geht. Ja. Ja, das schieben wir dann gleich mal ein bisschen sinnvoller weg. Ja. Haben wir jetzt alles? Nee. Na, beweg dich. Ja, das braucht man gar nicht bewegen. Das könnte man ja eigentlich schon so lassen, ne? Finde ich gut. Hoch. Und das dahin. Und das dahin. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Hm, okay. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir doch alle schon hin. Haben wir nicht auch schräge? Boden. Ne, wir wollen ja keinen Boden, wir wollen ein Dach haben. Gibt es nicht irgendwelche Dachziegel, die wir jetzt weiß einfärben können? Nein, ich möchte einfach ein Schrägdach. Schräge Dachziegel. Genau, die und die in flach. Farbe. Weiß. Anwenden. Warum ist das hier hinten so? Das ist nicht schön. Oder dem so. Liegen da am Plan so. Haben wir jetzt eigentlich das Feld für negativen Einfluss etwas verringert? Ja. Hier ist noch gar nichts zu sehen, Leute. Ja, ihr könnt ja auch wieder gehen. Das ist, befindet sich alles noch im Bau. Oh. Hashtag Helmkasu. Helmdings. Okay, wer hat die besseren Stats von euch? Sieht nahezu identisch aus. Dann nehmen wir dich raus. Und dich. Also. Dich, nein, dich und dich. Freilassen. Und abfahren. Gut, hier ist der Platz. Also können wir hier so ein bisschen diese Festung reinbauen? Was heißt die Festung? Ich habe schon einen kleinen Plan. Wie weit können wir denn, haben wir denn Wasserfiltermöglichkeiten? Wasser. Bis hier, also müssen wir hier nur unsere Zipfel reinhängen lassen. Dann passt das. Kriegen wir hin. Gut. Wie viel Wasseroberfläche? Wie viel Quadratkilometer haben wir jetzt hier drin?
17.000. Durchschnittliche Wassertiefe 4 Meter. Ja. Siehste, befrieren müssen wir das ja auch noch. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut. Natur. Mal Schneefelsen oder Eisfelsen? Oder nehmen wir normale Felsen? Weil sagen wir, nehmen so eine grauen. So eine. Schrei mir nicht an. Hörst du auf? Was wir sagen, sowas? Jetzt Licht, ne? Das wär's. Soll immer bei Tageslicht machen, ne? Haben wir irgendwas mit Pinguine hier? Pinguine, alles. Pinguine. Das mal angucken können. Ah. Auch eine geile Idee, ne? Mehrstufig machen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Was bist du? Hier ist das auch. Kurz warten bis zum Tagesanbruch. Dass wir da einen besseren Überblick haben. Scheint aber so. Okay, wir können ja eigentlich das untere. Nö. Dann würde ich. Was bist denn du? Du bist Tundrafels und du müsstest gemäßigter sein, ne? Würde ich eher den gemäßigten nehmen und hier so ein bisschen auskleiden. Das klingt nach einem Plan. Nehmen wir aber erstmal. Ich kümmere dich so ein kleines bisschen versenken. Nehmen wir dich mal raus, dann können wir einfach mal so eine Schicht nehmen. Das wäre schon mal so grob einkreisen. Und hierhin. Okay. Ah, also ein bisschen dichter an den Zaun gehen. Das finde ich gut. Ja, ich möchte das schon ein bisschen großflächiger haben. Erstmal einmal ganz grob das abstecken. Ja, komm, wir gehen noch eine zweite Schicht hier lang. Eine zweite Reihe. Aber diesmal schon so ein bisschen versetzt. Sehr schön. Dahin, dahin. Jetzt hier, können wir hier vorne nicht schon ein bisschen andeuten? Ich möchte hier vorne so ein bisschen Wasser haben. Auch gerne ein bisschen tieferes Wasser. Gut, dann machen wir das so. Sind wir jetzt eigentlich schon. Bei weitem noch nicht. Wir müssten Wasser,
Ja, doch schon deutlich rein hier. Okay. Na, weg. Danke. Das wird noch ein bisschen ausweiten. Jetzt geht das? Ja, jetzt sind wir drin. Das ist gut. Das ist gut. Gut, die Übergänge ein bisschen harmonischer gestalten. Könnten wir das ja eigentlich schon mal so lassen. Dann können wir die Fliesen ja erstmal ein bisschen darum setzen. Die gute gemäßigte Fliege. Davon wird nachher nicht mehr viel zu sehen sein. Ja, das läuft. So, dahin. Zack und zack. Ja, ich habe das erstmal hier mit eingebunden. Dass sie sich noch ein bisschen so um alles einmal kümmern. Wir könnten ja eigentlich auch mal alle Mitarbeiter mal auf Weiterbildung schicken. Damit freuen die sich auch. Haben wir eigentlich noch Forschung über? Warum forscht ihr nicht? Ist nicht mehr viel. Hier kommt klassische Schweinepest. Müsst nicht so untätig sein. Gelände. Pinseln wir mal an in. Sieht der Fels hier so kacke aus? Sieht der Schrott aus? Hatte ich hier aber schon mal irgendwie. Dass der Fels so scheiße aussieht. Ja, hier. Nee. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Okay, dann setzen wir erstmal weiter Steine. So. Einmal hier hin. Ja, sollten sie rüberkommen. Da sollten sie definitiv rüberkommen. Ein klein bisschen abrunden. Sehr schön. Dann haben wir hier so ein bisschen Anlauframpe. Könnten wir nicht noch ein bisschen. Das einfach nur so ein bisschen auslaufen lassen. Ja, einfach nur so ein bisschen. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte was? Warum?
Wohlbefinden. Geht's doch allen gut, was los? Nabeltier. Was fehlt's, an was fehlt's denn? Soziale Gruppe. So viele ausgewachsene Tiere. Wer müsste mehr Kinder machen? Spielzeug. Nehmen wir es mal ganz schnell mit rum, ne? Der Steckschnabeltier. Wo bist du denn bitte? Nabeltier. Wir brauchen mehr Spielzeug. Braucht's noch auf? Ah. Ich möchte dich drehen. Müsste ja eigentlich das Schnabeltier wieder weitaus besser dastehen. Ja, geht doch. Geht doch. Geht doch, geht doch. Weil hier soll so ein bisschen so die Höhle entstehen, ne? Gut, jetzt müssen wir das so ein bisschen ansteigend haben. Jawohl. Ich will Blut sehen. Hier auf dem Schulhof hier. Jetzt bist du eingeschnappt, oder was? Sei nicht so grimmig. Jetzt kriegst du eine Auszeit von mir. Ja, das sieht gut aus. Oh, wir könnten das jetzt hier so reinsetzen. Dann hätten wir schon mal die oberste Schicht für den gemeinen Felsen. Das Schöne ist, da sieht man alles hinterher, glaube ich, nicht mehr so. Es wird gut. Bis dahin? Dort. 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 Ich versuche nur, dass sie nicht abhauen, ne? Dass sie hier irgendwo noch irgendwo durchbangen. Gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.